In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du dein Beintraining optimal aufbaust, um Muskulatur aufzubauen, deinen Unterkörper zu formen und deine Leistung zu verbessern. Natürlich ist ein optimales Beintraining immer abhängig von deinem Ziel und deinen individuellen Schwachstellen. Ein paar Prinzipien lassen sich jedoch verallgemeinern und in den meisten Fällen unterscheiden sich die Ziele nicht wahnsinnig stark. Am Ende des Tages wollen wir alle stärker, stabiler und mobiler werden und langfristig schmerzfrei trainieren und dabei am besten gut aussehen. Meine Empfehlungen sind also auf ästhetische Ziele und das Ziel, die Kraft zu steigern, ausgelegt. Für jemanden, der einen Marathon oder einen Sprintwettkampf absolvieren will, wird das Beintraining sicherlich etwas anders ausfallen. Wir werden heute durch die komplette Workout-Struktur gehen und warum ich diese Übungsanordnung, Satz- und Wiederholungszahlen empfehle. Teil 1 unseres Workouts ist das Warm-up. Wenn du dich nicht richtig aufwärmst und deine Muskeln, Sehnen und Bänder auf das anstehende Workout vorbereitest, verschenkst du nicht nur einen Anteil deiner Trainingsleistung, sondern erhöhst auch dein Verletzungsrisiko. Du kochst ja auch nicht, bevor du die Zutaten nicht geschnitten hast. Genauso solltest du nicht ohne Vorbereitung in dein Training springen. Mit einem Warm-up meine ich übrigens keine statischen Dehnübungen, welche kurz vor einer maximalen Belastung zu Verletzungen führen könnten, sondern damit meine ich dynamische Übungen, mit denen du den Bewegungsradius öffnest, den wir nachher in unseren Übungen mit Last benötigen. Bei einem Unterkörpertraining wärme ich meine Sprunggelenke, Knie, Hüfte und Wirbelsäule auf. Vor Übungen, die auch eine gewisse Mobilität in den Schultern erfordern, wie Front Squats, Cleans und Snatches, mobilisiere ich die Schultern ebenfalls, aber direkt bevor ich die Übung ausführe. Insgesamt reicht mir ein Durchgang pro Übung und wenn du sehr immobil bist, empfehle ich 2 bis 3 Durchgänge durchzuführen. Du findest viele Warm-up-Inspirationen in meinem kostenlosen Videoportal, welches ich dir unter diesem Video verlinke. Danach geht es an die Aktivierungsübungen, bevor wir uns der ersten komplexen Übung widmen. Ich absolviere meist 1 bis 2 isolierte Übungen für den Gluteus, die ich gut spüre, für 20 bis 25 Wiederholungen und je 2 Sätze wie beispielsweise Monster Walks und Glute Bridges. Achte bei den Monster Walks darauf, dass du die Knie immer nach außen aktivierst. Das Band bei den Glute Bridges hilft ebenfalls dabei, diesen Impuls zu geben und dadurch den Gluteus Medius zu aktivieren. Die Aktivierungsübungen ermöglichen dir eine optimale Position der Gelenke. Wenn dein Gluteus Medius aktiv ist, ist dein Kniegelenk und dein Sprunggelenk automatisch in einer besseren Position. Ist der Gluteus Medius nicht aktiv oder sehr schwach, fallen die Knie nach innen, was viel Stress auf deine Gelenke ausübt und nicht den muskulären Reiz setzt, den wir anvisieren. Außerdem ermöglicht dir die isolierte Vorbelastung eine bessere Fähigkeit, den Gluteus auch in komplexen Übungen anzusteuern. Dennoch sollte man nicht die Erwartungshaltung haben, seinen Gluteus isoliert in einer Kniebeuge beispielsweise spüren zu können. Der Gluteus ist aktiv, wenn man den vollen Bewegungsradius ausnutzt, aber er ist meistens nicht separat am Brennen, weil in den komplexen Übungen noch viele andere Hilfsmuskeln eingeschaltet werden. Bei einer Kniebeuge arbeiten beispielsweise deine Oberschenkel viel mit, die meist am stärksten sind und somit die meiste Kraft in den ersten Wiederholungen übernehmen. Deine Beinbeuger sind aktiv, dein vorderer Schienbeinmuskel, dein Rückenstrecker, dein Core und dein oberer Rücken. Kommen wir zum zweiten Part, und zwar zum Kern unserer Einheit. Wenn es dir wichtig ist, deine Kraft in den Grundübungen zu steigern, solltest du diese immer zuerst ausführen, um nicht zu stark vorbelastet zu sein. Eine Leistungssteigerung in Form von Kraft oder Wiederholung ist nicht nur der Leistungssteigerung per se sinnvoll oder gut für unser Ego, sondern auch nötig, wenn es um den richtigen Reiz geht, um Muskulatur aufzubauen und somit letztlich deine Körperform zu verändern. Und ja, du musst ab und zu aus der Komfortzone kommen, um deine Körperform zu verändern. Daher absolviere ich als erstes die Übung, die mich am meisten Kraft kostet bzw. in der ich mich verbessern möchte. Und das ist meistens eine Squat-Variation, entweder Front Squats oder Back Squats. Der Squat oder eben im Deutschen die Kniebeuge kann man schon fast als Ganzkörperübung bezeichnen, wie du vorhin bereits erfahren hast, und ist deshalb besonders effektiv. Auch wenn es beispielsweise dein Ziel ist, nur deinen Gluteus zu formen, würde ich mit Kniebeugen arbeiten, damit du mit mehr Gewicht arbeiten kannst. Die Arbeit mit schweren Gewichten und isolierten Übungen gibt am Ende den entsprechenden optimalen Wachstumsreiz. Ich starte jede Langhantelübung mit einem Satz von 10 Wiederholungen nur mit der Stange. Dann arbeite ich mich erst in 5 bis 10 Kiloschritten zu meinem Arbeitsgewicht hoch
Und je näher ich meinem Arbeitsgewicht komme, arbeite ich meist mit kleineren Steigerungen von 2,5 bis 5 Kilogramm total und einem Wiederholungsbereich von 3 bis 5 Wiederholungen. Es geht in dem Warm-up-Setzen nur darum, den Körper langsam an die Last zu gewöhnen und die Muskulatur etwas aufzuwecken. Danach starte ich mit den Arbeitssätzen, was viele falsch machen und dazu führt, dass man weder optisch noch leistungsspezifische Resultate verspürt, ist das Arbeiten mit den gleichen Gewichten und den gleichen Wiederholungszahlen. Vor allem Frauen haben häufig Angst, unter 12 bis 10 Wiederholungen zu arbeiten. Ich persönlich arbeite zum größten Teil bei meinen Squats in einem Wiederholungsbereich von 1 bis 8 Wiederholungen, beziehungsweise ich bilde Phasen, in denen ich die Wiederholungen variiere, um immer wieder neue Reize zu setzen und auch meine Kraftwerte anpassen zu können. Das Arbeiten mit schweren Gewichten wirkt sich beispielsweise auch positiv auf deine Gewichte aus, die du dann nachher für eine höhere Wiederholungszahl nutzt. Wenn du aber immer zwischen 10 bis 12 Wiederholungen bei einem Gewicht bleibst, wird weder dein Körper sich verändern, noch sind plötzliche Kraftsteigerungen zu erwarten. Falls du dich hier also wiederfindest, empfehle ich dir mal für mindestens 4 Wochen 2 bis 5 Wiederholungen und 4 bis 6 Sätze zu absolvieren, mit dem Ziel, dein Arbeitsgewicht zu erhöhen und eine Pause von mindestens 2 Minuten einzuhalten, um das maximale Kraftpotenzial auszuschöpfen. Steigere dich jedoch langsam mit deinen Gewichten und bei komplexen Übungen empfehle ich, in 2,5 bis 5 Kilo Schritten total zu erhöhen. Als nächsten Part führe ich gerne eine eher technikbasierte Übung aus. Ich führe sie nicht zum Schluss aus, damit ich noch nicht zu vorbelastet bin und die Technik deshalb zu stark beeinflusst werden würde. Ich baue gerne Cleans und Snatch-Variationen ein, weil ich die Bewegungsmuster sehr gerne mag und sie mir einfach Spaß machen. Ich habe hier keine weiteren Ambitionen, als dass ich meine Gewichte langsam mit einer optimalen Technik steigern möchte. Zudem wird man in Cleans und Snatches auch nur stärker, wenn man die Kraft in Front- und Backsquats aufbaut. Sie erfordern eine andere Art von Kraft, Koordination und Mobilität, weshalb man hier auch eher im niedrigen Wiederholungsbereich arbeitet. Ich habe aktuell an einem Tag einen Snatch-Komplex in meinem Programm und an dem anderen Beintag einen Clean-Komplex und arbeite in einem Wiederholungsbereich von 1 bis 2 Wiederholungen und 4 bis 6 Sätzen. Falls die Weightlifting-Übungen nicht so wichtig sind, aber du eine bestimmte Technik anderer Übungen erlernen möchtest, wie beispielsweise Pistol-Squats, dann empfehle ich dir, diese an dieser Stelle zu integrieren. Wie bei fast allen technikbasierten Übungen empfehle ich dir, mehr Sätze zu integrieren und weniger Wiederholungen zu absolvieren, mit einer relativ langen Pause von mindestens 1 bis 2 Minuten. Und es geht in dem Fall darum, dass du möglichst viele qualitative Wiederholungen akkumulierst, was bei zu vielen Wiederholungen in einem Satz vermutlich nicht gewährleistet werden kann. Nach den 2 oder 3 Hauptübungen, je nachdem, welche Übungen du anvisierst, plane ich 2 Mammutsatzvariationen, die aus je 3 Übungen bestehen. Ein Mammutsatz ist fast das gleiche wie ein Supersatz, wobei man hier mit mehr als 2 Übungen hintereinander ohne Pause arbeitet. Nach einem Durchgang aller Übungen absolviert man dann eine Pause. Ich kombiniere gerne 3 Übungen mit einem unterschiedlichen Fokus. Ich wähle dafür einbeinige Übungen, die alle stabilisierende Muskeln trainieren und Disbalancen auf unterschiedlichen Seiten angleichen können, Kraftausdauerübungen, welche mein Herz-Kreislauf-System beanspruchen und meine Explosivkraft trainieren, hüftdominante Übungen für die gesamte Oberschenkelrückseite und isolierte Quadrizeps-, Beinbeuger- und Gluteus-Medius-Übungen. Welche Übungen du hier absolvierst, hängt von deinem gewünschten Fokus ab. Wenn du bereits sehr ausgeprägte Oberschenkel hast und nicht mehr Oberschenkelmuskulatur wünschst, empfehle ich dir, dich mehr auf deine Oberschenkelrückseite zu fokussieren mit hüftdominanten Übungen, also solchen Übungen, die nicht zu viel Kniebeugung beinhalten. Ich persönlich trainiere gerne alles sehr ausgewogen und kombiniere meist eine einbeinige Übung wie Walking Lunges oder Bulgarian Split Squats, eine isolierte Quadrizepsübung, also oberschenkelfokussierte Übung wie eine Beinstreckermaschine, Spanish Squats oder Teardrop Squats, eine Übung für den Gluteus Maximus wie Romanian Deadlifts oder Staggered Stance Deadlifts, Hip Thrusts oder einbeinige Hip Thrusts. Hier arbeite ich dann in einem relativ hohen Wiederholungsbereich von 12 bis 15, teilweise sogar 20 Wiederholungen und absolviere 3 Sätze mit einer kürzeren Pause von 60 Sekunden, wobei ich hier auch oft nach Gefühl arbeite.
Im zweiten Mammutsatz und letzten Part des Workouts absolviere ich dann gerne eine kraftausdauerlastige Unterkörperübung wie Jump Squats, Box Jumps, Jumping Lunges, Kettlebell Swings oder 60 Sekunden Fahrrad oder Air Runner, kombiniert mit einer Beinbeuger fokussierten Übung wie einer Beinbeugermaschine oder Leg Curls mit einem Band, wenn ich keine Maschine zur Verfügung habe. Und der letzte Part des Mammutsatz bildet dann eine isolierte Gluteus Medius Übung wie Banded Sidewalks oder Seated Abductions. Entschuldige an dieser Stelle alle englischen Begriffe, aber ich habe keine deutschen Begriffe dafür. Und bei dem letzten Mammutsatz arbeite ich auch im Wiederholungsbereich von ca. 12 bis 20 Wiederholungen und 3 Sätzen und einer kürzeren Satzpause von 60 Sekunden, genauso wie bei dem ersten Mammutsatz. Und für das ganze Workout brauche ich etwa 1 Stunde und 15 Minuten. Ja, ich hoffe, dass dich meine Erklärungen und meine Art, mein Unterkörpertraining aufzubauen, inspiriert haben. Gib mir doch gerne Feedback, wie du dein Unterkörpertraining gerne gestaltest. Und falls du noch Fragen zu diesem Video hast, schreib es auch in die Kommentare. Wenn du wissen willst, wie du richtig Muskulatur aufbaust, richtig trainierst und deine Ernährung darauf optimal auslegst, kannst du dich noch jetzt für unseren Online-Kurs Build anmelden, in welchem Ramona und ich dich begleiten und deine individuellen Fragen beantworten werden. Du erhältst Zugriff auf 40 Videolektionen, 3 Trainingspläne plus das Muscle-Up-Programm, ein Rezepte-E-Book, 3 Monate kostenlosen Zugang für die The Art of Health App und vieles mehr. Den Link dazu findest du in der Beschreibung unter diesem Video und bei Fragen kannst du uns immer gerne per Mail kontaktieren.